Hey, herzlich willkommen zurück bei Fable 3. So, damit keiner sagen kann, ich habe gecheatet. Ich habe hier mal 184.000 verdient. Hat so, keine Ahnung, 20 Minuten, 25 Minuten gedauert, denke ich. Ungefähr, Pi mal Daumen. Und mit diesem Geld kaufen wir uns jetzt nämlich schön den Pfandleiher, habe ich mir überlegt. Da kriegen wir dann nämlich noch ein bisschen Rabatt drauf. Gib her. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Und wie viel haben wir jetzt noch? Was kaufen wir denn dafür? Kaufen wir da noch die Taverne? Oder sollen wir noch ein bisschen warten? Ne, brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Was ist denn aus diesem Ehepaar in Brightwall geworden? Brauchen Sie immer noch 85, Hilfe bei Ihrer Beziehung? 90. Ungefähr 90 brauchen wir. Knapp drüber. 91, 92 am besten. Komm, die paar, die kann ich jetzt noch schnell machen hier. 92 habe ich gesagt, ne? Ja, das Das wird kriegen wir heute schnell Abend hin. mein Nachtisch. 92 sollte nicht so lange dauern. Ein fantastischer Kuchen. Ja, das sag ich dir, wie immer. Bin der Meisterkonditor hier. Habt ihr das schon mal gemacht? Yes, Baby, yes. Das ist richtig lecker. Aha. Zack, 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 Guter zack. Kuchen. Fantastischer Kuchen, Baby. Fantastischer Kuchen. Ah, jetzt hab ich's voll verpeilt, ey. Jetzt Überall hab ist ich's kalt. voll verkackt. Ach, verdammt. Naja, nochmal. Allerbeste Konditorkunst. So. Klasse, nur weiter so. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ihr seid ein echter Künstler am Teig. Ja, sieht gut aus, ne? Nur weiter so. Ah, ich versuch's. Ich versuch's. Zack, zack, zack. Zack, zack. Dann so geht es. Das war doch. Ne, 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 ne. Ne, das reicht aber auch. Mehr brauche ich nicht. So, zack. Kaufen wir uns hier noch den Schmied. Gib her. Sehr schön. Was bringt der ein? 1800. Fantastisch. Und den Möbelladen kaufen wir uns auch noch. Gib her. Was? Nicht genug. Hä? Wieso 40? Was kostet das? 43? Ist das teurer geworden? Der stand doch gerade 33, oder nicht? Also ich meine, da stand gerade 33. Wenn ihr Bryans garstige Zwerge. Ach, verdammte Hacke, ey. Jetzt muss ich nochmal 3000 machen hier. Oh, ich dreh durch. Dann stehen wir schon wieder den Part hier beim Scheiß-Bäckerstand rum. Oh, bleibt da drin, Alter. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja. Quatsch mich nicht voll. Das ist vielleicht der Kuchen des Jahrhunderts. Ist ja tausend. Ah,
der Kuchen des Tages. Aber so nach einer Zeit geht das dann doch besser von der Hand. Ich hatte mir erst überlegt, beim nächsten Mal, falls, wenn ich es nochmal spielen sollte, werde ich auf jeden Fall Kuchen. Auf Stufe 3 bleiben. Da habe ich, glaube ich, nämlich nur zwei Farben. Ein meisterhafter Kuchen. Ich glaube, beim Konditor verdienst du auf Multiplikatorstufe 10. Oh, aufgepasst. Ey, das war doch richtig. Ich bin doch nicht bescheuert. Mein Gott. Da verdienst du auf Multiplikatorstufe 10, ich glaube 2000 für jedes richtig gebackene Ding. Jetzt kostet es 36. Okay. Kleidung? Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, hier. Ach, ich hatte gerade auch hier geguckt. Haha. Siehst du wohl. Gib mir das jetzt. So, jetzt verdiene ich auch vernünftig Kohle. Nächste, was ich mir hole, ist dann hier die Schenke. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir als nächstes machen. Hier hätten wir ja, glaube ich, noch irgendwo eine Quest. Ja, komm hier, dann machen wir mal. So. Gucken wir mal da, dass sich das Pärchen trennt. Die leben ja schon ein paar Jahre zusammen, wie ich das jetzt gelesen habe. Bitte. Aber die haben halt keinen Bock mehr. Es tut mir so leid. Ich mache es wieder gut. Das habe ich schon mal gehört. Bei den ersten Enttäuschungen fand ich eure Unbeholfenheit ja noch irgendwie niedlich. Aber das hat sich längst abgenutzt. Schatz, bitte. Es tut mir leid. Lasst uns nicht streiten. Das ist wirklich furchtbar. Furchtbar öde, meint ihr wohl. Vielleicht wäre es interessanter, wenn ihr mehr Mumm hättet. Vor unserer Hochzeit war meine Frau noch süß und lieb. Doch jetzt ist sie sauer und verbittert. Sie kommandiert mich herum. Sie meckert. Schlimm. Es ist einfach schlimm. Aber bei einer Scheidung bekommt sie die Hälfte meines Vermögens. Also recht viel. Oh, wäre ich doch jemand anders. Moment. Was, wenn sie jemand anderen hätte? Wenn jemand wie ihr um sie werben und ihr sagen würde, er sei reicher als ich. Sie würde die Scheidung wollen, um euch zu heiraten. Und ich wäre frei. Natürlich müsstet ihr sie nicht wirklich heiraten. Gleich nach der Scheidung verlasst ihr sie einfach. Oh, dann würde ich zu gern ihr Gesicht sehen. Ich weiß, das klingt scheußlich, aber es könnte meine Rettung sein. Macht ihr es? Naja, komm hier. Guck mal, dann kriegen wir schnell. Ihr macht es. Naja. Das ist das einzig Gute, was mir seit Jahren passiert ist. Sie naja, ist drin. Klar. Da könnt. Ich dachte, Crockett sei langweilig. Verglichen mit der Ehe ist es berauschend. Aha. Kann ich hier irgendwas stibitzen? Nein? Verdammt. Was ist denn? Sagt nicht, dass ihr über irgendwas reden wollt. Oh, verzeiht. Ich dachte, ihr wärt mein Mann. Wie konnte ich jemanden wie euch nur mit jemandem wie ihm verwechseln? Ich hab keine Ahnung. Was kann ich denn für euch tun? Ja, hier. Blapp. Und drückt A. Interaktion. Ja, ich... Ich sehe sie doch an und drück A. Ihr seht gut aus. Wirklich gut. Ihr seht gut aus, Schatz. Etwas Neues würde mir auch gut stehen. Na, wenn du das sagst, komm, wir tanzen ein wenig. Hallo. Ja. Yes, Baby. Pass auf, jetzt geht's ab. Bereit? Ja. Yippie. Ich dachte, Crockett sei langweilig. Ihr seid sehr gut. Verglichen mit der Ehe ist es berauschend. Ihr seid genial, Liebling. Einfach genial. Ihr seid furchtbar reizvoll. Wisst ihr da? Ich mache es vor. Her. Ja.
Fantastisch, fantastisch. Yes, Baby, jetzt. Pass auf, jetzt kommt's. Gut. Und jetzt. Zack. Oh, yes, Baby. Sie haben es voll drauf, oder? Mit euch kann man ziemlich viel Spaß haben. Wesentlich mehr als mit meinem Ehemann. Sowieso. Wisst ihr, er liest ständig oder arbeitet im Garten. Öde. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal etwas für mich gemacht oder Schmuck für mich gekauft hat. Ich liebe Schmuck übrigens. Ja, hier, gib Schmuck. Ich hab ja noch ein paar. Sieh mal an. Oh, wie wunderschön. Danke. Das gefällt mir. Nicht wahr? Interaktion. Das sieht recht gut. Komm, wir tanzen noch mal ein bisschen, Baby. Jetzt geht's ab. Und jetzt. Mach mir die Fliege. Na, dann zeigt mir doch was. Ja. Seid nicht so wie der. Wow. Yippie. Die Zeit mit euch war toll und es war aufregend, mit euch zu flirten im Haus meines Mannes. Ist euch nicht langweilig? Machen wir einen Ausflug. Wie wäre es mit der Brightwall-Brücke? Okay. Na gut, Schatz, wenn ihr wollt. Na, raus hier. Komm schon. Was winselt denn mein Hund? Okay, dann gehen wir jetzt zur Brücke. Ich würde sagen, wir machen unsere Verführung hier im nächsten Part komplett. Und dann schießen wir die Alte ab. Vielen Dank. Und dann suchen wir uns hier mal anständige Was Frau, würde ich sagen. Was für starke Hände ihr habt, Schatz. Tja, aber sowas von. Also. Schöne Handschuhe. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.